schön. Das hat auch schon Hallo, Entschuldigung. Hallo. Dem Sohn meiner Freundin geht's nicht gut. Er hat nämlich Magenschmerzen. Ach, wo ist der? Wie im Auto hier. Im Auto? Okay. Katharina? Kannst du vielleicht gerade mal kommen? Ich kann es dir noch nicht sagen, kam gerade ein Mann rein, dass der Sohn oder Freundin, dem geht's nicht gut. Aber ich weiß nicht, wie alt, was für passiert ist. Kannst du mal einen Rollstuhl holen? Ja, ich hole einen Rollstuhl. Ja. Nikolai, guck, ich weiß nicht. Hallo? Was ist passiert? Hallo, Hallo. Wir sind im Umzugsstress momentan. Es fallen viele Punkte auf einmal zusammen. Der hat irgendwelche Magenschmerzen. Ja, ganz doch Bauchweh. Ist Ihr Sohn? Genau. Ihr Sohn. Ist mein Sohn. Ist mein Sohn. Okay. Ja. Wir haben mal einen Rollstuhl. Dann kommen Sie mal einmal mit in den Schockraum. Als wir vor die Notaufnahme gelaufen sind, habe ich den kleinen Jungen im Auto sitzen sehen. Er hatte sehr starke Schmerzen. Ganz wichtig war dann, möglichst zeitig ihn auch zu untersuchen. Denn wie dramatisch der Tag noch werden sollte, konnte zu dem Zeitpunkt noch keiner wissen. Wie alt bist du denn? Also, was ist jetzt noch mal genau passiert? Aber ich hatte unheimliche Magenschmerzen. Mhm. Und wir sind selbst nicht, vielleicht hat irgendwas Falsches gegessen oder wir haben keine Ahnung. Wissen Sie, ob er irgendwelche Allergien hat, irgendwelche Unverträglichkeiten? Nein, wüsste ich jetzt nicht. Wüsste gar ich nicht. Okay, hatte er sowas schon mal? Ist mir auch nicht bekannt. Auch nicht bekannt. Aber es ist momentan, also... Wer soll rausgehen? Ist ein bisschen schwierig meiner Person gegenüber momentan. Der soll rausgehen? Der soll rausgehen, okay. Ist das okay für Sie, wenn Sie... Ja, ja, klar, klar. Ich bin hier vorne, ne? Ich habe mich total auf das Zusammenleben mit Max und Doro gefreut. Doch seit Beginn der Umzugsplanung wurde das Verhältnis zu Max immer schlechter. Wo ist die Mama jetzt hin? Die ist bei der Anmeldung. Ja. Okay. Ja gut, dann schauen wir uns das jetzt mal an, ja? Ja, wir haben dann den kleinen Max in den Schockraum gefahren, um ihn zu untersuchen. Er wollte dann aber nicht, dass der Freund seiner Mutter dabei ist. Dementsprechend ist dann nur die Oma mit uns mitgekommen und die Mutter hat ihn dann angemeldet. Hast du denn heute schon was gegessen? Aua, aua. Na, tut weh. Ich höre nur so ein bisschen. Doch, wir haben was gegessen, aber nichts Ungewöhnliches. Und wann hat das letzte Mal Stuhlgang gehabt? Wissen Sie das? Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Weißt du, wann du das letzte Mal auf Toilette warst und groß gemacht hast? Ich muss am besten von hier gleich eine Ultraschall. Aua, aua. Tut schon weh. Ich drück mal jetzt noch so ein bisschen, wenn es zu doll weh tut, sagst du Bescheid, ja? Weil ich muss mal so ein bisschen abtasten. Weil Abwehrspannung ist schon da. Der Bauch ist ganz hart hier, ne? Wenn kleine Kinder mit so starken Bauchschmerzen zu uns in die Notaufnahme kommen, dann ist es meistens so, dass sie etwas am Blinddarm haben, also dass der Wurmfortsatz des Darms dort entzündet ist. Ich habe dann aber die Untersuchungen gemacht und ihn abgetastet und in dem Bereich hatte er gar keine Schmerzen. Wir hatten natürlich auch jetzt schon einen sehr langen Tag. Wir sind alle seit 4 Uhr morgens wach. Wir sind im Umzugsstress. Ja. Ne? Okay, du auch? Ziehst du um? Also du warst heute schon mal auf Toilette und das war alles in Ordnung, oder? Ja. Und hat er irgendwie Blut im Urin oder sonstiges? Das ist mir nicht bekannt. Hast du vielleicht irgendwas gegessen, was wir nicht mitbekommen haben? Hast du heimlich irgendwas gegessen? So viel Schokolade vielleicht? Ja? Ich würde mal... Ich mache mal jetzt einmal einen Ultraschall. Der Ultraschall ist immer eine gute Methode, um erstmal so grundlegende Sachen auszuschließen, zum Beispiel Flüssigkeit im Bauchraum. Und da es einfach so schnell und einfach ist, ist das immer meine erste Wahl. Mit den Gefäßen ist alles in Ordnung. Da kannst du auch mal drauf gucken. Vielleicht erkennst du ja was. Und was könnte das sein? Aber da tut's weh, ne? Ja, das sind auch deine Organe. Ich guck mir ja deine Organe an. Max, hast du vielleicht doch irgendwas Komisches gegessen, was du uns nicht gesagt hast? Ich schau mal einmal auf die Blase noch. Nein? Also ich weiß nicht, Magen... Er sagt ja, er hat schon auch heute was gegessen, ne? Aber da ist so ein bisschen... Also ich kann das nicht genau differenzieren, aber im Magen scheint was zu sein. Das kann halt Nahrung sein, das kann was gewesen sein, was er jetzt gegessen hat. Aber ich kann es nicht so genau jetzt differenzieren. Ich würde mal sagen, wir schicken ihn auch einmal ins Röntgen, oder? Ja. Ich konnte im Ultraschall schon sehen, dass etwas im Magen des kleinen Jungs ist. Da man das mit dem Ultraschall aber nicht so gut darstellen kann, habe ich mich dann dazu entschieden, ihn einfach noch mal ins Röntgen zu schicken. Ich glaube nicht, dass es gespielt war. Der hatte auf jeden Fall Schmerzen. Ja, ich glaube auch. Der hatte definitiv Schmerzen. Ja. Was jetzt? Kommt der Patienten nicht draußen vor der Klinik. Ja? Was ist passiert?
Was passiert? Ich kann meine Beine nicht bewegen. Kann uns jemand eine Trage bringen, Gisela? Was ist denn passiert? Sind Sie gefallen? Nein, ich hab meine Beine haben einfach nachgegeben. Was ist denn? Bleiben Sie erstmal ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Hey, Schätzchen, alles in Ordnung. Das war heute Stress pur. Erstmal dieses frühe Aufstehen, ja, wir sind seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen und dann sagen noch die Umzugsleute ab, der Schlüssel ist weg, ja, von der neuen Wohnung, dann noch die Sache mit Max. Ich konnte einfach nicht mehr. Nach allem, was jetzt passiert ist, auch noch Doro. Jetzt müssen Sie mir noch mal ganz in Ruhe erzählen, was passiert ist. Ich wollte Bleiben Sie ganz ruhig. Die Sicherungskarte rausholen, um es auszufüllen von Max. Und ich habe den Karton rausgeholt und gewühlt und auf einmal sind mir die Beine einfach weggesackt. Einfach so? Kein Gefühl mehr drin ist. Okay. Ich weiß es auch nicht. Haben Sie... Ich wollte einen Teddy holen für Max. Kannst du da vielleicht... Ganz ruhig bleiben, ne? Teddy vielleicht noch holen. Ist immer alles gut, hm? Wir regeln das. Okay. Ist Ihnen sowas schon mal passiert? Nein, es tut einfach unheimlich weh. Okay, und haben Sie... Dann kann ich schon mal rüber. Haben Sie Probleme mit dem Rücken oder mit den Bandscheiben? Nein. Okay. Und wir haben... Umzug natürlich, war es anstrengend die letzten Tage, ne? Wir haben gepackt. Ich habe auch heute Morgen nur einfach die Hose gepackt und alles, was ich halt noch hatte. Ich würde Sie einmal kurz untersuchen, ja? Fühlen Sie das hier an den Oberschenkeln? Ein bisschen, aber es gibt Schmerzen halt einfach. Aber schmerzen die Oberschenkel auch? Ja, auch. Auch, okay. So, wenn ich jetzt runtergehe, wie ist das hier? Es tut halt alles weh, die Beine komplett tun weh. Kann ich das denn so anfassen? Ein bisschen schon, ja. Okay, also es ist auf jeden Fall... 40, 90, ein bisschen aufgeregt jetzt, auf jeden Fall richtig eng, die Hose auch, ne? Ja, ich hatte das, was ich gefunden habe, schnell noch. Ich habe die jetzt auch schon ein paar Stunden an, klar. Ich glaube nicht mal, dass wir die ausziehen können, oder? Die ist ja wirklich richtig eng. Boah, ja. Ist gut. Sollen wir mal aufschneiden? Zuerst habe ich gedacht, dass Frau Keller zusammengebrochen ist, da sie sich vielleicht verhoben hat beim schweren Tragen durch den Umzug oder durch den ganzen Stress halt einfach zusammengebrochen ist. Was dann aber eigentlich wirklich der Grund dafür war, sollte sich erst hinterher herausstellen. Kannst du ihren Zugang machen? Ja, mach ich. Wir brauchen ein bisschen was gegen Schmerzen. Schuhe stelle ich mal hier drunter. Ja. So, ich kann mal einmal die Fußpulse hier tasten. Ja. Kann ich schon hier gar nicht mehr richtig fühlen. Man ist ja auch logisch, bei dem ganzen Stress und so weiter, den wir haben, ja? Wir sind seit 4 heute Morgen auf den Beinen und machen und tun und jetzt haben unsere Jungs noch abgesagt. Was ist denn jetzt, Max? Ich glaube, Sie haben sich mit der Hose die Gefäße, die hier verlaufen, so ein bisschen abgedrückt. Was habe ich mir abgedrückt? Die Gefäße. Ich kann die Pulse gar nicht mehr richtig fühlen. Kann ich nochmal einmal einen Ultraschall? Ich habe ein bisschen Panik, dass da... Ich habe ein bisschen Panik, dass sich da ein Compartment entwickelt. Bei einem Compartment-Syndrom kommt es dazu, dass die Gefäße, die das Blut zurück zum Herzen transportieren, abgedrückt werden. Das heißt, die Gefäße, die das Blut zum Bein hin transportieren, sind noch frei. Das heißt, das Blut staut sich in den Beinen an. Und die Muskellogen, die die verschiedenen Muskeln voneinander separieren, sorgen dann dafür, dass ganz starker Druck aufgebaut wird und dann das Gewebe dort nicht mehr richtig mit Sauerstoff und Blut versorgt werden kann. Und dementsprechend kann es dann zu einer Nekrose, also zu einem Absterben des Gewebes kommen. Ich würde vorschlagen, dass wir Sie einmal zu den Chirurgen schicken. Da, also Sie haben ja hier einmal Arterien, also einmal die Gefäße, die das Blut zu den Beinen und zu den Muskeln hier unten bringen. Mhm. Und einmal die Venen, die das Blut ja wieder abtransportieren. Und ich habe gerade in dem Ultraschall, da kann man so einen Farbreflex drauflegen, habe ich gesehen, dass die Venen komprimiert sind. Das heißt, das Blut kommt zwar an, sammelt sich da aber und die Muskeln, die hier sind, die liegen in so verschiedenen Logen. Und die Gefäße treten da durch. Und das Abfließende, was eigentlich wieder alles zum Herzen rücktransportiert, das ist komprimiert. Das heißt, es staut sich hier alles, was dazu führen kann, dass ihre Gefäße gar nicht mehr, dass ihre, ja, ihre Gefäße, die Muskeln und die anderen Strukturen in ihren Beinen nicht mehr richtig versorgt werden. Zu eng. Und das ist ganz gefährlich. Deshalb möchte ich Sie jetzt unbedingt einmal zu den Chirurgen schicken, dass die sich die Gefäße noch mal genau angucken. Ja? Der schlimmste Fall wäre dann eigentlich, dass ein Compartment-Syndrom dazu führt, dass das ganze Organsystem des Menschen versagt und nicht nur ein Kreislaufschock zustande kommt, sondern dass auch die Beine so stark nekrotisieren und absterben, dass man sie halt amputieren muss. Wenn sich das nicht zurückbildet, kann das sein, dass wir sie operieren müssen. Was? Und die... Da habe ich jetzt keine Zeit für. Ja, das spielt aber keine Rolle, also ob Sie jetzt da Zeit für haben oder nicht.
Es ist super wichtig, dass das jetzt abgeklärt wird, weil sie haben sich mit der Hose die Gefäße so komprimiert, dass es gefährlich ist, dass, ja, dass das hier abstirbt, dass ihre Muskeln absterben in den Unterschenkeln. Da ich schon keine Pulse mehr am Fuß tasten konnte und da ich sehr stark feststellen konnte, dass diese Venen halt komprimiert sind, habe ich sie dann direkt zu den Chirurgen geschickt. Für das Paar ein Schock. Neben der Sorge um den kleinen Max steht nun auch noch die Gesundheit der 32-Jährigen selbst auf dem Spiel. Durch das Absterben des Gewebes könnte sogar Lebensgefahr drohen. Doch zunächst sorgen die Röntgenergebnisse ihres Sohnes für eine Überraschung. Darf der denn jetzt mit rein? Ja. Ist das dein Lieblingsbär? Okay, das ist ziemlich eindrücklich. Oh. Was ist das denn? Was hast du denn da gekriegt? Ich kann Ihnen das hier auf dem Tablet auch noch mal zeigen. Da ist im Magen ein Schlüssel. Die Bauchschmerzen, die Max hatte, wurden durch einen verschluckten Gegenstand verursacht. In dem Fall war es jetzt ein Briefkastenschlüssel, was schon sehr untypisch ist, aber natürlich solche Bauchschmerzen verursachen kann. Max, wie ist der denn da reingekommen? Sag mal, der sieht aus wie von einem Schloss oder von einem... Erzähl mal. Hast du den verschluckt? Kann das sein? Wie kommt denn der in deinen Bauch? Weißt du nicht? Max, hast du das mit Absicht gemacht oder war du das? Du brauchst keine Angst zu haben. Max, ich bin böse auf dich. Die schimpfen ja auch nicht mit dir. Nur du musst uns mal sagen, wie das passiert ist. Ich hatte im Mund getan, hatte Angst, als ich den gesucht habe und habe den aus Versehen runtergeschluckt. Aus Versehen? Mäuschen. Aber sonst geht's dir gut, ja, weil das ist ja gefährlich, wenn man Gegenstände verschluckt. Das kann ja auch in den falschen Weg gelangen, ne? Ja. Und dann in die Lunge kommen. Ich hab den Wohnungsschlüssel verschluckt. Den Wohnungsschlüssel? Guck mal, was ich hier gefunden habe im Auto. Das ist der Wohnungsschlüssel. Den haben wir gesucht. Hm? Ist alles gut. Ja? Was ist denn das denn für ein Schlüssel? Was ist denn das für ein Schlüssel? Ich vermute mal, also der sieht aus wie der Briefkastenschlüssel. Ja. Ist auch hier nicht dran. Das scheint der Briefkastenschlüssel zu sein. Oder von einem anderen Schloss, aber es sieht aus wie der Briefkastenschlüssel. Aber wie kommst du denn an Briefkastenschlüssel? Ja, genau. Warum hast du das gemacht? Wollte nicht, dass die beiden zusammenziehen. Wer die beiden? Hey. Wer denn? Ja. Hey, kleiner Mann. Hm? Im Röntgenbild konnte man dann sehr gut erkennen, dass der kleine Junge einen Schlüssel verschluckt hat. In diesem Fall war es sogar ein Briefkastenschlüssel. Er hatte eigentlich die Absicht, den Haustürschlüssel zu verschlucken, um zu verhindern, dass seine Mutter mit dem neuen Freund zusammenzieht. Ne? Kommt er denn um eine OP rum? Oder? Eine OP jetzt in dem Sinne wird das nicht werden. Also okay. Man kann halt eben mit einem Schlauch durch den Mund und dann durch die Speiseröhre in den Magen, das ist ja direkt hier im Magen. Okay. Und das meistens auch wieder ganz gut rausfischen. Das ist jetzt ja auch nicht so ein großer Schlüssel. Ne? Mhm. Aber ich will das einmal mit denen absprechen, was die jetzt dazu sagen. Ja. Der Sechsjährige hatte Glück. Der Schlüssel konnte unter lokaler Betäubung entfernt werden. Es bleibt die Frage, ob Max' Mutter durch das Tragen von zu engen Jeans am Umzugstag bleibende Schäden an den Gefäßen in den Beinen erlitten hat. Jo, alle zusammen, das ist ja perfekt. Zusammen, ne? Okay, Mensch. Wie geht's Ihnen denn jetzt, Frau Keller? Ja, ich habe ein bisschen Druckschmerz, aber geht besser auf jeden Fall. Mhm. Aktuell kann ich leider noch nicht in Warnung geben, da wir noch abwarten müssen, wie schnell sich jetzt ihre Beine von diesem von dieser Stauung des Blutes erholen können. Das muss man jetzt einfach über den nächsten Tag hin sehen, ob man vielleicht doch noch mal operieren muss. Wir müssen jetzt abwarten, wir geben ihnen ein bisschen was gegen die Schmerzen und wir kühlen das. Aber so richtig in Warnung können wir wahrscheinlich erst morgen geben. Ja. Wir müssen abwarten. Ja. Boah, was für ein Tag, ne? Und dir, Tag. Also, und dir geht's wieder gut, Max, oder? Ein bisschen. Hm. Warum hast du das eigentlich gemacht, sag mal? Ich wollte nicht, dass sie zusammenzieht. Was? Wie meinst du das? Dass wir zwei, dass wir alle drei, aber du warst doch da, du warst doch dafür. Du hast dich doch total gefreut, auch auf dein neues Zimmer und alles. Richtig. Ich dachte, du wärst dann weg. Ich bin doch nicht weg, Marcella. Nein, du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin doch nicht weg. Ich möchte dir deine Mutti niemals wegnehmen. Das ist Quatsch. Ja?
Ja, der ganze Tag ist für die Familie Keller jetzt ja sehr aufregend und auch eigentlich unglücklich gelaufen, mit sehr viel Sorgen, die jetzt dabei entstanden sind. Ein bisschen kann ich aber schon Entwarnung geben, da ja sich das Problem mit dem Schlüssel und dem Jungen so ein bisschen gelöst hat. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, dass er das verschluckt hat, da wir so ganz schnell die Mutter versorgen konnten und sie sonst vielleicht irgendwo zu Hause zusammengebrochen wäre und ja, man ihr gar nicht so schnell hätte helfen können. Die 32-Jährige hat sich schnell erholt und ist um eine Operation herumgekommen. Sie konnte das Krankenhaus nach 4 Tagen verlassen. Der Umzug ist dank Hilfe von Freunden und Familie geschafft. Der kleine Max freut sich inzwischen darauf, mit dem Freund seiner Mutter zusammenzuleben.